Assalamu alaikum, marhaban und guten Tag an euch allen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unserer neuen Folge starten können. Heute lernen wir den Passiv und vor allem den Naib al-Fa'l, den Stellvertreter des Nomen, Substitut. Der Passivsatz besteht aus Fa'l mabni lil majhul, aus dem Verb in der Passivform und dem Naib Fa'l, dem Stellvertreter des Nomen. Das sind die Hauptsteine eines Passivsatzes. Am besten wir gehen sofort zu den Beispielen, damit wir es besser verstehen. Suriqa al-Dhahabu. Suriqa al-Dhahabu. Das Gold wurde geklaut. Wir fangen erst mit dem Verb an. Suriqa wurde geklaut. Den Verb in Passivform zu ändern, geben wir dem ersten Buchstaben einen Dhamma und dem vorletzten einen Kasra. Und dann das Gold, al-Dhahabu. Eigentlich ist das Gold Akkusativ und sollte am Ende einen Fatha haben. Aber da er der Stellvertreter des Nomen ist, bekommt er am Ende einen Dhamma. Der eigentliche Satz ist Saraqa as-sariqu al-dhahaba. Geklaut hat der Dieb das Gold. Verb, nun mit Dhamma am Ende und Akkusativ mit Fatha am Ende. Den Passiv zu benutzen hat natürlich ihre Gründe. In diesem Beispiel könnte man sagen, dass es aus Angst vor ihm ist. In einem anderen Beispiel, Tubicha at-ta'amu. Tubicha at-ta'amu. Das Essen wurde gekocht. Das Verb in Aktiv ist Tabacha. Und hier sehen wir wieder den Verb, sein erster Buchstabe mit Dhamma und der vorletzte mit Kasra. Auf Arabisch sagen wir, Dhamm awwalihi wa kasr ma qabla akhirihi. Dhamm awwalihi wa kasr ma qabla akhirihi. Der Grund, warum man hier den Passiv benutzt ist, weil man wirklich nicht weiß, wer gekocht hat. Iza qila laka nasihatun fasma. Iza qila laka nasihatun fasma. Wenn der ein Ratschlag gesagt, Ratschlag gesagt wird, dann hör zu. Unsere zwei wichtigen Wörter sind hier Qila und Nasihatun. Qila ist eine Ausnahme unserer Regel, die Dhamma awwalihi wa kasr ma qabla akhirihi ist, denn die Aktivform ist Qala. In der Mitte gibt es einen Alif, der es die Sache verschwert. Und deswegen geben wir dem ersten einen Kasra und dem Kasra passt eben ein Ja, somit wir aus dem Alif ein Ja. Qila. Der Grund, warum wir hier die Passivform gewählt haben, ist, weil es allgemein ist, wenn der irgendwer einen Ratschlag gibt. Ein anderer Grund ist, den Nomen von dem Akkusativ aus ihrer zu trennen. Und nicht beisammen und vor allem nebeneinander zu erwähnen wir. Wie Khuliqa al-Khinziru. Khuliqa al-Khinziru. Das Schwein wurde erschaffen. Aus Khalaqa wurde Khuliqa. Wie wir die Regel schon kennen. Dhamma awwalihi wa kasr ma qabla akhirihi. Al-Khinziru hat den Platz des Nomen genommen. Und der Nomen wurde nicht erwähnt, um den Erschaffer, obwohl er ihn erschafft hat, vor der Erwährung des Schweins, was ein Tier ist, was dreckig ist und sich nicht ordentlich säuber zu ehren. Jetzt kommt ein Beispiel, wenn es aus Angst für jemanden sagt.
Stell dir vor, dein kleiner Bruder hat ein Glas zerbrochen und wenn deine Mutter das erstmal erfährt, gibt's Schläge, dann sagt man, Kussiret al-Zujajatu. Das Glas wurde zerbrochen. Kussiret kommt von Kasara, Dhamma awalihi wa Kasri ma qabla akhirihi. Und das Glas nimmt den Platz von Nomen, das Kind zum Beispiel. Ich glaube, für heute reicht diese Beispiele. Kommen wir nun zu den Übungen. Fataha Muhammadun al-Baba. Muhammad öffnete die Tür. Aghlaqa at-Tiflu al-Misbahu. Das Kind hat das Licht ausgeschaltet. Qatta'atil Ummu al-Lahm. Die Mutter hat das Fleisch geschnitten. Shariba al-Ma'a. Der Durstige hat Wasser getrunken. Hamala al-Rajulu Khizanatan. Der Mann hat einen Schrank getragen. Wandle diese Sätze vom Aktiv zum Passivform. Somit ist unsere Folge zum Ende gekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt viel mitgelernt. Schaut euch unsere anderen Videos an und wartet auf unsere nächsten Folgen und Videos, denn wir haben noch sehr vieles zu erzählen. Bis bald. Assalamu alaikum.